Guten Abend, liebe Zuschauer. Sie hatten wieder einmal die Qual der Wahl. Unter 20 Top-Show-Angeboten sollten Sie sich für Ihre 10 Favoriten entscheiden. Live aus der Stadthalle in Chemnitz präsentiert Ihnen jetzt Dagmar Frederik meine Show. Und ich sage von hier aus, toi, toi, toi. Der Herr, der jetzt hier die Bühne betritt, darf noch nicht geküsst werden, auch wenn er zugegebenermaßen wirklich ganz bezaubernd ist. Vitus Witt. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ja, Zauberei ist jetzt angesagt, Zauberunterhaltung. Und ich muss Ihnen aber gleich gestehen, zaubern kann ich natürlich nicht. Ich kann nur so tun, als ob. Aber wenn Sie für ein paar Minuten Ihre Fantasie aktivieren, dann können Sie aus meinen Tricks und Täuschungen Wunder entstehen lassen. Also an und für sich zaubern Sie jetzt eigentlich. Und man braucht zu diesen Wundern eigentlich auch keine Kisten und Kästen oder Apparaturen. Es reichen auch Alltagsgegenstände, denen man einen Zauber entlocken kann. Und ich möchte mir dazu alles von Ihnen ausborgen, ganz normale Haushalt-Alltagsgegenstände, die wir so bei uns haben. Und für das erste Kunststück hätte ich gerne von jemandem einen Staubsauger. Wer hat denn jetzt... Sollten Sie keinen mitbringen? Nein. Gut, nehmen wir mal einen Allerweltsgegenstand, der vielleicht doch heute Abend hier ist. Vielleicht eine Zigarette. Hat jemand eine Zigarette für mich? Raucher dürfen Sie jetzt öffentlich bekennen. Sie haben eine Zigarette für mich, meine Dame. Das ist zauberhaft. Sehen Sie, werden Sie Zauberin, können Sie auch umsonst rauchen. Dankeschön. Sehr sympathisch. So, eine geborgte Zigarette. Und dann möchte ich mir noch etwas ausborgen von einem Herrn. Jetzt vielleicht vorzugsweise hätte ich gerne eine Jacke, ein Jackett. Meins nämlich ungern, das brauche ich ja hinterher noch. Aber ich sehe gerade, Sie haben, ja, Sie sind schon dabei, lassen Sie das Geld ruhig drin. Aber ansonsten die Jacke, die sieht wirklich sehr gut aus. Vielen Dank, behalten Sie noch für eine Weile Platz. Den brauchen Sie jetzt. Das ist wirklich eine tolle Jacke, sieht wirklich hervorragend aus. Das wird sie aber auch bald ändern. Ich lege sie erstmal so über die Hand, damit Sie es alle gut verfolgen können. Und drücke so eine kleine Delle, so eine kleine Vertiefung rein. Aber ich sage Ihnen erst einmal, worum es geht. Es geht um eine geborgte Zigarette von der Dame zu meiner Linken und es geht um ihr Jackett, mein Herr. Und Sie wissen ja, die Zigarette, der natürliche Feind der Jacke. So, und das wollte ich Ihnen dann zeigen, nur mal eben einfach so. Ja, mein Herr, Sie lachen, ich still, nicht? Denken Sie mal dran, es wäre Ihre Jacke. Eine Frage, junger Mann, sind Sie Raucher oder Nichtraucher? Sind Raucher? Na wunderbar, dann können Sie das ja auch mal gebrauchen, nicht? So auf einer Stehparty. Man weiß ja nie, wo man heutzutage hinkommt. Aber was ich Ihnen dann eigentlich zeigen wollte und sollte, das geht dann nur mal wirklich einfach so. Also auch wenn es noch qualmt, der junge Mann kann ganz ruhig bleiben. Es muss ja erstmal durchs Futter, nicht? Aber ich will nicht auf die Folterspanne ein bisschen draufdrücken, draufpusten, kräftig zerreiben, dann ist natürlich kein Loch da, keine Zigarette mehr da. Und er kann wirklich von Glück sagen, dass es kein Einwegjackett geworden ist, nicht? Darf ich mal einen Applaus zu mir bitten? Kommen Sie zu mir, kommen Sie zu mir. Das finde ich wunderbar. Herzlichen Dank. Kommen Sie auf meine rechte Seite, dann kann ich Ihnen gleich reinhelfen. Es ist noch etwas warm, das legt Sie aber in den nächsten 30, 40 Minuten. Guten Abend, mein Name ist Vitus, wie darf ich Sie ansprechen? Der Vorname reicht. Darf ich Mario sagen? Einfach Mario oder nur Mario? Einfach. Einfach Mario, also nicht nur Mario. Gut, einfach Mario. Mario, ich habe Ihnen jetzt vielleicht so einen kleinen Schrecken mit der Jacke eingejagt. Ich gebe Ihnen eine faire Chance, sich bei mir zu revanchieren. Mit dieser Pappschnur werden Sie mir gleich meine Finger zusammenbinden, dann kann ich keinen Unsinn mehr anstellen. Aber ich bitte Sie, Mario, schauen Sie erstmal diese Pappschnur genau und gründlich an. Lassen Sie sich ruhig ein paar Sekunden Zeit. Ich habe noch etwas, was ich zum Untersuchen reichen möchte. Vielleicht gerade hier vorne in den Logen. Mein Herr, schauen Sie sich bitte mal so einen Ring an, den ich mitgebracht habe. Du sitzt da auch so nett rum. Wie heißt du denn heute? René, das ist richtig. Schau dir auch mal bitte genau so einen Ring an. Mario, ist eine solide Pappschnur? Nicht elastisch, nicht aus Gummi, nein? Laut schütteln, das hört man bis hinten hin. Nein, den Kopf war jetzt Verneinung, dachte ich. Ja, machte das nicht toll. Halten Sie in jeder Hand ein Ende, dann kann ich die Mitte fixieren und auf die Mitte lege ich meinen linken Daumen, auf dem Sie jetzt bitte, Mario, einen kräftigen Knoten schlagen. Ziehen Sie erst langsam an und dann immer kräftiger, damit er nicht aufgeht. Nein, erstmal ganz kräftig, jetzt ziehen Sie wirklich nur mal kräftig, Mario, ziehen Sie. Er macht es. Noch ein Knoten oben drauf, er darf nicht aufgehen, das ist sehr wichtig dabei. Ganz feste, ordentlich, nochmal ganz ordentlich, richtig, aber jetzt ganz kräftig. Mario, eine Sekunde, ich sollte doch dazu sagen, der Knoten darf zwar nicht aufgehen, der Daumen darf aber auch nicht abfallen. Nicht?
Verehrte Gäste, was sich hier oben langsam verfärbt, ist mein Daumen. Dann lege ich den zweiten Daumen exakt da drunter und ich darf Sie bitten, Mario, auch da einen kräftigen Knoten zu schlagen, damit die sich wenigstens gleichmäßig verfärben, nicht? Wenn schon, denn schon, drehen Sie ruhig ein bisschen zurück zu der Kamera, damit alle das verfolgen können. Ja, ganz kräftig, ordentlich, ja, ja. Ignorieren Sie die Tränen in meinen Augen. Noch einen Knoten bitte drauf, Mario. Fest, ganz ordentlich, ja. Sie machen das wirklich zauberhaft. Ganz toll verknotet. Herzlichen Dank, vielen Dank. Feste Knoten unten, feste Knoten oben, Original-Mario-Knoten. Jetzt gucken wir mal, ob die Ringe auch fest sind. Sind die fest, meine Herrschaften, ja? Werfen Sie mir den so senkrecht zu, das ist waagerecht, so senkrecht, wunderbar. Dann kann ich den so weiterwerfen, Mario, denn so werfen Sie ihn mir gleich auf die Hände, nachdem wir den zweiten Ring kontrolliert haben. Das ist von René, das war waagerecht, René, aber es macht nichts, wir geben den senkrecht weiter. So zu Mario. Mario, wirklich alles fest verknotet. Ja. Unten, oben feste Knoten, ja. Wunderbar. Sie gehen vielleicht noch einen kleinen Schritt auf die rechte Seite, sehr schön. Ich gehe auf die linke Seite, darf Sie dann bitten, mir einen Ring auf die Finger zuzuwerfen, genauso senkrecht. Sehr schön, dann kann der auf diesem Arm landen, aber ich zeige ihm, dass das nach wie vor alles noch fest verknotet ist. Nicht feste Knoten unten, feste Knoten oben. Auf den zweiten Ring einfach auf die Finger zuwerfen. Dankeschön, dann kann der auf diesem Arm landen, dann kann der größere Applaus für den Werfer einsetzen. Hat er doch toll gemacht, was? Ihr Applaus, Mario. Toll. Aber Mario, ziehen Sie mal an den Ringen, ob die überhaupt wieder rausgehen würden. Ziehen Sie mal kräftig. Geh nicht raus, nicht? Ja. Aber ich darf Sie bitten, Mario, die Ringe einmal waagerecht zu halten. Dann können Sie die auf den Barhocker legen. Kommt das an der rechten Seite wieder? Sehr schön. Jetzt könnte man ja meinen, die Ringe hätten vielleicht doch eine geheime Öffnung, die beiden Herrschaften nicht so schnell entdeckt haben, denn das ist wirklich nach wie vor fest verknotet. Ja. Ich wollen wir mal einen Ring nehmen, der garantiert keine Öffnung haben kann. Ja. Geben Sie Ihre linke Hand durch meine gebundenen und halten Ihre linke mit Ihrer rechten fest. Sehr schön. Ellbogen so ein bisschen auseinander, Hände so nach vorne, dann formen Sie hier einen wunderbaren Ring und der hat nun garantiert keine Öffnung. Ist das korrekt? Ja. Ja? Alles fest verknotet, ja. Noch unten und oben. Ja. Ich darf es Ihnen auch nochmal zeigen. Feste Knoten unten, feste Knoten oben. Mario, jetzt sind wir ein Paar geworden. Ja. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass Sie hier bitte nicht aufmachen. Arme sind auch absolut fest, nirgends eine poröse Stelle. Nein. Und trotzdem vielen herzlichen Dank, dass Sie mitgespielt haben. Einen riesen Applaus für den Mario. Ich darf Sie bitten, mich von einem zu befreien. Ja, das ist das Fleisch. Danke, es spannt. Herzlichen Dank, Sie waren heute Abend sehr fesselnd. Toll, dass Sie mitgemacht haben. Mario, Dankeschön. Dankeschön. Meine Damen und Herren, hier ist noch einer, der hat sich etwas ganz Persönliches für Sie ausgedacht. Vittus Witt, wenn Sie es uns jetzt zeigen, ja, wäre ganz toll. Das ist ja eine wunderbare Sache. Geh mal hier rüber. 25 Jahre. Und ich habe mir gedacht, was kann man zu so einer Konditorei-Zauberei zaubern? Sie haben ja meistens auch unter den Tortenböden so schöne Spitzendecken. Und ich habe mir eine ganz besonders zauberhafte Spitzendecke für heute ausgedacht. Ich habe das Papier mal so zusammengelegt. Und Sie kennen ja früher das Spiel, hat man so auch in die Falten Kniffe irgendwas hineingerissen, geschnitten. Und wenn man da also ein gut überlegt, wohl ausgedachtes Muster sich mal vorstellen kann, dann kann man wirklich ein richtiges, schönes Muster daraus schneiden. Ist ja gar nicht konfus. Sag mal, Sie brauchen keine Angst zu haben. Nein, mir kann nichts passieren. So, hier vielleicht noch ein bisschen. Wie viele Jubiläumsjahre? 25? Ja. Schneiden wir mal hier rein. 25, so. Und das ist Schiller. Durch die beiden Faltungen kann man ja die beiden Els zum Beispiel ruckzuck multiplizieren lassen. Das hier, das brauche ich gar nicht. Das war nur Tarnung, damit Sie nicht so schnell dahinter kommen, wie das funktioniert. Hier vielleicht noch so eine kleine Ecke rein. Und dann das Ganze hier vielleicht. Konditorei, das ist ein langer Name. Konditorei Schiller. Hier vielleicht noch so. Dann ist das vielleicht auch von meiner Seite ein kleiner Wunsch an Sie und natürlich auch eine Aufforderung für die nächsten 25 Jahre. Aber erst einmal sagen wir doch auf diesem Wege. Das ist toll. Vielen Dank, Vittus Witt. Meine Damen und Herren, unser nächstes Lied heißt Einmal kommt das Leben und endlich einmal.